Hallo. In Kürze erscheint mein Buch Vorausplanen. Schritt für Schritt von der Idee zum Produkt. In diesem Video möchte ich Ihnen das Buch vorstellen. Mein Name ist Uwe Klaus Jarosch. Ich bin Ingenieur und seit über 20 Jahren im Qualitätsbereich aktiv. Meine Berufserfahrungen konnte ich in der angewandten Forschung, bei kleinen, bei mittleren und bei weltweit aktiven großen Unternehmen sammeln. Meine Themen sind ursprünglich die Lasertechnik und seit vielen Jahren eben die Qualität. Heute arbeite ich als Experte für Qualitätsmethoden und Tools bei einem weltweit tätigen Automobilzulieferer. Wenn Sie Methoden entwickeln, vernetzen und erklären, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, dann bietet es sich an, dies auch aufzuschreiben. Aus Methodenbeschreibungen, aus Schulungen ist ein Buch über das Vorausplanen entstanden. Darin möchte ich Ihnen einen Vorschlag präsentieren, wie Sie im Team Produkte oder Dienstleistungen vorausplanen könnten, an manchen Stellen auch sollten. Es ist einer von vielen möglichen Wegen, der sich aber in meiner beruflichen Praxis bewährt hat und der durchaus auch noch Potenzial zur Weiterentwicklung hat. Um solche Methoden weiterzuentwickeln, muss man sie reflektieren. Aufschreiben ist mein wichtiger Teil der Reflexion und das Buch hat entsprechend viele Abschnitte, um die Methoden im Detail zu erklären und um die Zusammenhänge zwischen den Methoden aufzuzeigen. Ich hoffe, dass Ihnen mein Stil gefällt und dass sich das Buch angenehm lesen lässt. Sie sollen Anregungen und Hilfen darin finden. Wer ist mit dem Vorausplanen befasst? Alle, die etwas entwickeln. Genau dies ist das Zielpublikum. Der Beitrag dieses Fachbuches sind die Qualitätsmethoden beim Entwickeln. Damit möchte ich auch den Produktentwickler, den Prozessplaner, den Logistiker ansprechen. Alle arbeiten in einem interdisziplinären Team. Alle sind dann erfolgreich, wenn die internen und die externen Kunden zufrieden sind. Das bedeutet Qualität. Welche Inhalte erwarten Sie? Der Inhalt des Buches gliedert sich in 10 Kapitel und einen umfangreichen Anhang. Nach einer kurzen Einführung, die auch als Audio auf der Verlagsseite zu finden ist, geht es in Kapitel 2 um die Ziele der Vorausplanung. Hier werden einige Begriffe eingeführt und das Vorausplanen in die Industriegeschichte eingeordnet. Kapitel 3 befasst sich mit den Beziehungen in Unternehmen, mit dem Mindset einer Kunden-Lieferanten-Beziehung und dem, was Unternehmen unterschiedlicher Größe eint oder was sie unterscheidet. Vieles von dem, was wir heute beim Vorausplanen anwenden, ist nicht neu. Daher stelle ich in Kapitel 4 einige der Vordenker mit den Neuerungen ihrer Zeit vor. Da es bei der Entwicklung und dem Vorausplanen immer um Know-how, um Wissen geht, ist Kapitel 5 Wissen verwenden überschrieben. Kapitel 6 geht einmal durch die Phasen der Produktentstehung, von der Idee über die Entwicklung bis zur Serie. Und ich möchte Ihnen aufzeigen, dass das Vorausplanen auch in Serie weitergeht. Stichwort Änderungen. Der größte Teil des Buches wird von Kapitel 7 gebildet. Aus meiner Sicht entsteht ein gutes Produkt mit einem stabilen Prozess, wenn die hier ausgewählten Methoden der Vorausplanung richtig genutzt werden. Sie bilden einen Ablauf und sind miteinander vernetzt. Das Buch und die Methodensammlung ist ein Plädoyer für Vorausplanen im Sinne von Vorausdenken. Daher nimmt die Methode der FMEA breiten Raum ein. Manches ist neu und anderes gedacht. Und ich möchte Sie einladen, diesen Weg für sich und für Ihr Unternehmen zu entdecken. Mehr dazu in einem gesonderten Video.
Das Buch ist in einer Zeit entstanden, in der die Vernetzung durch digitale Werkzeuge große Fortschritte gemacht hat. In der Methodenbeschreibung empfehle ich, solche Werkzeuge dazu zu nutzen, die die Methoden zusammenführen, integrieren. Dann wird die FMEA als Beispiel nicht mehr alleine betrachtet, sondern sie wird in eine von mehreren Sichten auf das Ganze überführt. Daher heißt Kapitel 8 auch Denken und Arbeiten in durchgängigen Strukturen. Aber auch das Buzzword agil darf nicht fehlen. In Kapitel 9 gebe ich Ihnen meine Sicht auf agiles Vorausplanen. Und Kapitel 10 ist dann noch ein kurzes Resümee. Mit Dietz Consultants hat sich über Jahre ein enger Austausch zu zahlreichen fachlichen Themen ergeben. Dietz Consultants hat seine Aktivitäten zu Fachwissen um einen Verlag ergänzt. Und Dietz Consultants hat viele Kontakte zum Zielpublikum. Daher liegt es nahe, dieses Buch im Verlag von Dietz Consultants zu verlegen. Und ich möchte Winfried Dietz und seinem Team für die intensive Vorbereitung danken. Das Buch ist als gedrucktes Buch konzipiert. Es wird als gedrucktes Buch erhältlich sein. Und das gedruckte Buch wird auch den Zugriff auf eine digitale Version beinhalten. Oder Sie können auf Papier verzichten und den Inhalt als E-Book erwerben. Wollen Sie dazu mehr erfahren? Dann lesen Sie oder hören Sie schon mal rein. www.dietz-consultants.com. Dort gibt es eine Seite Wissen und eine Seite Verlag darin. Hier können Sie auch Ihr Exemplar bestellen.